Herzlich willkommen zu unserer Ruhausstellung, die eigentlich anlässlich seines 170. Geburtstages letztes Jahr stattfinden sollte. Corona-bedingt ist sie auf dieses Jahr verschoben, aber nichtsdestotrotz wollen wir Sie heute schon einmal einladen, mit uns einen kleinen Rundgang durch die Ausstellung zu machen, die einem der renommiertesten Anatomen des 19. und 20. Jahrhunderts gewidmet ist. Wilhelm Rohr war 26 Jahre Direktor des Halleschen Anatomischen Institutes und gilt als Begründer der Entwicklungsmechanik. Nach Rohrs Definition ist es die Lehre der Ursachen der organischen Gestaltung. Unter anderem widerlegte er die gängige Vorstellung, dass die Schwerkraft für die Entwicklungsvorgänge entscheidend sei. 1894 gab er die weltweit erste entwicklungsbiologische Zeitschrift heraus, das Archiv für Entwicklungsmechanik der Organismen, die unter wechselndem Namen bis heute erscheint. Als Abbild der damaligen Forschung beschäftigt sich die Ausstellung vordergründig mit der bedeutenden Wilhelm-Ruh-Sammlung für Entwicklungsmechanik, die 1920 anlässlich des 70. Geburtstages von Ruh begründet wurde. Zeitdokumente aus dem Universitätsarchiv und dem Archiv der Leopoldina ergänzen den Blick auf Ruh, der eine vollkommen neue und bahnbrechende Forschungsrichtung etablierte und Halle zu einem Zentrum der Entwicklungsmechanik machte. Ein Teil der Ruhsammlung beschäftigt sich mit Insekten. Es sind Präparate der bekannten hallischen Firma Dr. Schlüter und Dr. Maas, die weltweit einen Ruf als Lieferant erstklassiger Tierpräparate besaß. Wir haben hier Exponate vom Hirschkäfermännchen, der quasi abhängig von der Nahrungsversorgung im Larvenstadium sehr unterschiedliche Größen erreichen kann, über beispielsweise hier bizarre Insektenformen bis hin zur Hainschnirkelschnecke. Hier haben wir die Hainschnirkelschnecke, die sich mit der Vielfalt ihrer Schneckengehäuse an verschiedene Lebensräume und Fressfeinde anpasst. Ein weiterer Themenkomplex der Sammlung beschäftigt sich mit Skeletten von Haustierrassen und deren wilden Stammformen. Unter Ruhs Direktorat wurden zahlreiche Wachsmodelle der bekannten Firma Ziegler für den entwicklungsgeschichtlichen Unterricht angekauft. Internationales Renommee erlangte die Firma durch die wiederholte Teilnahme an Weltausstellungen in Paris, Wien und Chicago. Ziegler visualisierte in handgearbeiteten Modellen komplexe dreidimensionale Strukturen in vergrößertem Maßstab. Hier haben wir das Wachsmodell zur Entwicklung des menschlichen Leberkreislaufs der Firma Ziegler, die sozusagen die ersten 3D-Modelle herstellte. Das Modell zeigt den Leberkreislauf eines menschlichen Embryos, allerdings in 200-facher Vergrößerung und wurde unter dem Direktorat von Ruh im Jahr 1919 angekauft. Diese filigran gearbeiteten Knochenschnitte durch den Oberschenkelknochen erhielt Ruh damals als Geschenk. Sie wurden angefertigt vom Berliner Chirurgen Julius Wolf, der sie damals mit einer Elfenbeinsäge herstellte, und sie zeigen die innere Architektur eines Knochens. Sie sind neugierig auf weitere Präparate? Bleiben Sie neugierig. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.